Hallo Leute, ja, ich hoffe, ihr habt alle den Sturm gut überstanden und euch ist nichts passiert, euch, euren Familien, Angehörigen und sowas, dass das alles glatt gelaufen ist soweit. Ja, war ja eine heftige Sache, ne? Gut. Was machen wir heute? Wir machen heute das Double Meat Mega Omelette. Was wir dafür brauchen, das zeige ich euch. Und zwar habe ich hier Rindfleisch. Da habe ich, sind Reste gewesen, da habe ich immer Rinderhüftfilet. Und das andere ist ein Ribeye-Steak. So, dann haben wir Champignons, Butterschmalz, Kochsahne, Milch, 750 Gramm gewürfelte Kartoffeln, 12 Eier brauchen wir, Käse, Gouda und Curry, Quatsch, Gouda und Cheddar für die Käsesoße, Gewürze von der Räucherwelt und für die zweite Mietlache, da habe ich gestern schon Schweinenacken eingelegt und zwar für die Art, für wie man auch für Röstbrätel, wie man einlegt, mit Senf, Schwarzbier, Zwiebel und Gewürze, einfache Geschichte. Und dann legen wir mal los, wa? So, dann legen wir mal los. Als allererstes werden wir erstmal ein bisschen die Kartoffeln frittieren. Und immer dran denken, ne, beim heißen Öl, Tiere und Kinder weg. Es ist nicht gut, wenn die da irgendwas abkriegen. Machen wir erstmal eine Lage. So, die lassen wir so 5 Minuten, lassen wir die frittieren. Und dann sollte das auch passen. So, die erste Ladung haben wir fertig. Und die nehmen wir jetzt auch schon raus. 5 Minuten sind um. Und dann nehmen wir die raus. Ja, so sollen die aussehen. Sieht gut aus, reicht doch so. Ja, das ist schon was Feines. Die sehen schon lecker aus. So, und dann packen wir gleich die zweite Ladung noch dazu. So, gut, als nächstes machen wir unsere Käsesoße erstmal, dass die danach im Grill zum Warmhalten kommt. Ich hoffe, es sieht jeder, wie dreckig mein Seitenbrenner ist. Muss ich mal reinigen. Fällt mir auch selber auf. Ja. So, und zwar habe ich jetzt Butterschmalz ein bisschen zerlaufen lassen. Und da mache ich nur ein bisschen Käse rein. Immer schön ein bisschen. Zack, 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 zack. Was habe ich jetzt gesagt? Ich dachte Mehl, ne? Ich habe Käse gesagt. So. Das lassen wir schön. Ein bisschen so, dass es nicht anbrennt. Ja? Ich habe auch auf kleinste Flamme. So, jetzt werden wir gleich den ganzen Quatsch da alles mit Milch ablöschen. Erstmal ein bisschen. So, dass das schön ein bisschen ankocht. Und rühren, 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 rühren. Und wieder Milch dazu. Rühren, 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 rühren. Und wieder Milch dazu. So, jetzt können wir ruhig mal einen Schluck mehr machen. So. Mal gucken, wie heiß das schon ist. Oder warm. Auf jeden Fall können wir schon den Käse mit reinpacken. So. Das ist der Cheddar, den habe ich geschnitten. Ja, macht es nicht zu groß, packt es nicht zu große Pakete rein. Immer ein bisschen kleiner, umso schneller schmilzt er.
Aber wie gesagt, ihr müsst halt auch bei der Käsesoße wirklich aufpassen, dass die euch nicht anbrennt. Weil das hier fatzi fatzi. Und schon ist der ganze Quatsch verbrannt. Ne? Also ist mir schon passiert, gebe ich ehrlich zu. Deswegen lieber mal, wenn ihr der Meinung seid, es ist euch zu heiß oder die Wärme vom Seitenbrenner oder sowas ist zu heiß, weil du kannst den ja nicht wirklich regulieren und es wird eben doch schnell heiß. Nehmt den Topf kurz runter, lasst es erstmal ein bisschen ziehen und danach packt den Topf wieder drauf, lasst es wieder ein bisschen warm werden, wieder runter und so weiter und so fort, bis er dann eben das richtige Maß hat. Ohne dass euch die Käsesoße anbrennt. So, zack, zack. Ein bisschen sauber machen. Sieht immer gut aus. So, oh, das sieht fein hier aus. Oh ja, oh fein hier, oh fein hier, oh fein hier. So, dann machen wir ein bisschen. Salz, Pfeffer, Knoblauch rein. Nur ein bisschen. Wie ihr erkennen könnt, von der Räucherwelt. Schön rühren. Rühren, 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 rühren. Wenn sich nachher der Käse komplett aufgelöst hat, dann müsst ihr halt sehen, wie das mit der Sämigkeit der Soße ist, ob ihr dicker wollt oder dünner. Ist die euch zu dick, macht ihr halt noch ein bisschen Milch dran. Ist die euch zu dünn, macht ihr noch ein bisschen Mehl dran. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Oh. Und muss es so aussehen? Natürlich muss es so aussehen. So, und ich merke schon, die Wärme wird zu groß. Ich nehme die jetzt erstmal runter. Und ich brauche die auch nicht mehr draufstellen, die ist fertig. Guckt mal an. Viel mehr braucht ihr da auch nicht machen. Und das ist die perfekte Käsesoße. Wie gesagt, wer es dünner braucht, macht nochmal Milch dran. Wer es dicker braucht, macht ein bisschen Mehl mit dran, rührt das ein, einfach fertig. Wie immer viel gesagt wird, ist alles kein Hexenwerk. So, jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir die nächste Ladung, der erste Ladung Fleisch. Die machen wir jetzt fertig. Und zwar habe ich da das Rindfleisch. Ne? Und auch natürlich wieder mit Butterschmalz angebraten. Und da packen wir das erstmal rein. Habe ich Streifen geschnitten. Ne? Ist klar. Wird so eine Art wie, na, wie heißt das? Philly Cheese Steak. Das geil aus. So. Da packt noch gleich unsere Zwiebeln mit dazu. Euch das an. Oh, ist das alles ein Traum, ey. Hammergeil.
Und wenn das fertig ist, packen wir es in den Grill. Der ist vorgeheizt auf ungefähr 80 bis 100 Grad. Lassen wir warm halten. Und dann hole ich euch wieder dazu, wenn wir die nächste Ladung machen. Gut, der erste Lager Fleisch ist raus. Nehmen wir natürlich noch ein bisschen Butterschmalz wieder. Jetzt nehmen wir das zweite Lager Fleisch. So wisst ihr ja, das ist das Rostbrödel eingelegte Fleisch. Mit dem, oh lecker, das ist ein Duft. Das lassen wir erstmal ein bisschen, dass es erstmal ein bisschen braun wird. Und dann packen wir nämlich nachher gleich die Pilze dazu. Achso, was ich noch sagen wollte, wem meine Videos gefallen, der kann mich abonnieren. Daumen hoch da lassen, Daumen runter, das ist mir eigentlich egal. Und auch einen freundlichen Kommentar. Das wäre nett, da würde ich mich freuen. So, ich hole euch dann wieder dazu, wenn es soweit ist. Und dann gucken wir mal, dass wir langsam mal mit dem Omelett anfangen. So, gut. Das Fleisch haben wir jetzt alles fertig. Oh, der Wind, der hört nicht auf, ey. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptakteur. Und das ist das Omelett. Und jetzt mache ich dort 3 Lagen Omelett. Also wie ein Bürger. Und die erste Lage zeige ich euch, wie es geht. Und zwar habe ich, jetzt wieder in der Pfanne Butterschmalz, ne, ist klar. Dann habe ich 4 Eier. Ein Drittel der gerösteten, also der frittierten Kartoffeln. Jetzt habe ich auch schon geröstet, die sagt, alter Scheiß. Ein Drittel der frittierten Kartoffeln. Und das habe ich mit Gewürzen zusammengemischt und das hauen wir jetzt erstmal in die Pfanne. Das lassen wir schön ein bisschen stocken. Und das sieht doch schon gut aus, oder? Die erste Lage packe ich dann in den Grill. Ich bin zwar jetzt kein Freund der Alufolie, aber ich mache halt zwischendurch dazwischen ein bisschen Alufolie, dass das nicht zusammenpappt, weil wir müssen ja nachher auch noch das ganze Teil zusammenbauen. Und dann gucken wir mal. So, und jetzt versuchen wir den ganzen Quatsch einfach mal zu drehen. Es kann natürlich echt peinlich werden. Aber mal gucken. Auf. Fast peinlich. Ah, sieht gut aus. Okay, können wir so lassen. So, Leute, ich habe gesagt, ich habe 3 Lachen von dem Omelette-Quatsch gemacht. Und jetzt fangen wir einfach mal an, das ganze Teil zusammenzubauen.
und es wird mega. Nehmen wir die erste Lara. Zack. Dann nehmen wir das Rindfleisch mit Zwiebeln. Ja. Das machen wir hier schön drauf. Ah. Ich kann den Löffel andersrum halten, ne? Da geht es besser. Habe ich gerade festgestellt. Aber naja, muss man ja nicht. So. Die erste Lage. Halt. Das verteilen wir schön ordentlich. Ja. Aber das sieht schon jetzt gut aus. Wow. Gut. Weiter im Text. Käsesoße. So, die verstreichen wir richtig schön. Oh, Hammer, ist das geil. Und sieht schon einzeln gut aus, ne? Jetzt packen wir die zweite Omelette-Packung drauf. Oh, hoffentlich blamier ich mich nicht wieder. Zack. So, Nummer 2. Jetzt nehmen wir das Fleisch, das eingelegte Schweinefleisch. Ja. Aber übrigens muss ich euch noch sagen, ich habe die Pilze noch mit dran gemacht. Ne? Alles. Das ist ja eine Bombe. Aber. So. Jetzt machen wir die dritte Packung Omelette drauf. Alte Witzka, Herr Kapitän, Alter, ist das eine Fuge. Ja, so haben wir das Mega-Omelett gemacht. Das Double Meat Mega-Omelett. Ich bin mega begeistert. Ja, meine Frau wird gucken, also was ich jetzt bringe. Gut, macht's nach, lasst euch schmecken. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch, Daumen runter. Und einen freundlichen Kommentar. Bis später. Ciao, ciao.